Jetzt sprechen wir erstmal mit Professor Dr. Minzlaff, seines Zeichens Studiengangsleiter vom Studiengang Fahrzeugtechnik. Hallo, Herr Minzlaff, guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, ich bedanke mich auch recht herzlich, dass ich bei Ihnen sein kann. Genau, Fahrzeugtechnik, wir starten gleich mal rein. Es gibt ja mehrere Studiengänge an der HM, die sich mit dem Thema Fahrzeugen beschäftigen in verschiedenster Art und Weise. Was ist denn da jetzt so der Unterschied zwischen dem Studiengang Fahrzeugtechnik zum Beispiel und dann eben Maschinenbau oder Mechatronik oder auch Elektromobilität? Also Maschinenbau ist im Endeffekt der Oberbegriff zur Fahrzeugtechnik selber. Also Fahrzeugtechnik ist eigentlich Maschinenbau. Es gibt im Englischen die Bezeichnung Mechanical Engineering und das trifft es eigentlich besser. Das ist also eine Spezialrichtung des Maschinenbaus. Wir beschäftigen uns jetzt eben intensiver mit Fahrzeugen. Wir lassen vielleicht die Drehbänke weg oder die Energieerzeugung weg, wobei auch das wird immer interessanter. Also Fahrzeugtechnik ist eigentlich Maschinenbau. Ein Fahrzeugtechniker kann auch als Maschinenbauer arbeiten. Mechatronik ist dann eher wiederum so eine Mischung aus Elektrotechnik und Maschinenbau. Im Fahrzeug sind sehr viele mechatronische Komponenten verbaut. Denken Sie an sowas wie im Endeffekt alles, wo ein Elektromotor drin ist und eine Steuerung dran ist und dann noch was Mechanisches bewegt wird. Ein Scheibenwischer, eine Sitzverstellung, das Steuergerät für den Motor. Also da haben wir sehr viele Teile aus der Mechatronik im Fahrzeug. Aber ich habe die mechatronischen Komponenten nicht nur im Fahrzeug, sondern auch woanders. Die Elektromobilität, das ist jetzt bei uns ein Studiengang, den bietet die Elektrotechnik-Fakultät an und damit habe ich auch Ihnen schon einen Teil der Antwort gegeben. Das heißt, da liegt der Fokus sehr viel stärker auf der Elektrotechnik, also auf dem, was sich da elektrisch dahinter tut. Okay. Im Endeffekt, wir kommen von der Fahrzeugseite in Zukunft auch immer stärker in Richtung Elektromobilität. Das ist ja schon eine Tatsache längst heute. Mhm. Und die Elektrotechniker kommen von der elektrischen Seite, von den Speichern, von den Motoren, von der Steuerung. Okay, alles klar. Genau, da haben Sie jetzt gleich was angesprochen. Die Automobilindustrie befindet sich total im Wandel. Das kriegen alle mit. Was leistet denn da jetzt gerade der Studiengang Fahrzeugtechnik hinsichtlich Themen von Nachhaltigkeit oder eben genau, wie Sie gesagt haben, Elektromobilität? Genau, ja. Ja, da kann ich Ihnen nur recht geben. Also wir befinden uns in einem riesengroßen Umsturz. Einen solchen großen Umsturz hat es sicherlich noch nicht gegeben seit der Erfindung des Automobils. Was auf der anderen Seite aber auch heißt, so spannend wie derzeit war es schon lange nicht mehr. Es gibt lauter neue Lösungen. Eine Lösung, die Elektromobilität, haben wir längst. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, wie man den Verkehr, die Mobilität der Zukunft angehen kann. Und dafür müssen wir unsere Studierenden fit machen. Die Elektromobilität ist schon relativ weit fortgeschritten. Gerade die Elektromobilität wirft ja immer wieder die Frage auf, ja gut, wir fahren jetzt elektrisch, aber wo kommt denn der Strom her, der elektrische? Das heißt, ich muss jetzt auch den Blick über die Grenzen richten. Ich kann mich nicht mehr nur auf die Fahrzeuge beschränken, sondern die Frage, wie die Mobilität der Zukunft aussehen wird, wird auch beantwortet werden durch die Antwort auf die Frage, wo kommt denn die Energie in der Zukunft her? Wenn ich in der Lage bin, entsprechend viel Wasserstoff meinetwegen zu erzeugen, dann kann auch der Wasserstoff hier eine entsprechend große Rolle spielen. Der Wasserstoff auf der anderen Seite wiederum, der macht natürlich nur Sinn, wenn ich das Ganze entsprechend regenerativ erzeuge. Bin ich dazu nicht in der Lage, habe ich dermaßen viel Energiewandlungen in meinem Prozess, dass der Wirkungsgrad am Ende sehr schlecht ist. Das heißt, Thema Nachhaltigkeit. Wir ertüchtigen unsere Studierenden, dass sie eben den Blick über den Tellerrand werfen, dass sie nicht nur beim Fahrzeug Halt machen, sondern dass sie beispielsweise den Energiesektor mit hineinnehmen. Das nennt man ja die Sektorenkopplung, ist da gerade so ein Schlagwort. Und für sowas müssen wir unsere Leute fit machen, ganz klar. Das ist klar. Genau, jetzt ist Fahrzeugtechnik, der Name des Studiengangs, Fahrzeug kann ja vieles sein. Geht es jetzt im Studium nur um Autos oder spielen auch andere Fahrzeuge im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal, eine Rolle, also Fahrräder oder Roller oder E-Scooter, wie sieht das aus? Ja,
Also für andere Fahrzeuge haben wir einen eigenen Studiengang. Das sind die Luftfahrzeuge. Das heißt, die behandeln wir definitiv nicht. Bei uns geht es derzeit, muss man sagen, primär um PKWs. Wir haben ein eigenes Wahlpflichtfach für Motorräder. Natürlich, BMW ist hier gleich um die Ecke. Das heißt, wir haben da enge Verbindungen zu BMW auch. Wir behandeln Nutzfahrzeuge, also Lastkraftwagen und Busse, ja derzeit noch so ein bisschen mit am Rand, sind aber gerade dabei, unser Studium umzustricken dahingehend, dass wir einen sehr viel stärkeren Fokus auf eben genau das Busse, Nutzfahrzeuge, aber auch Schienenfahrzeuge werfen werden und dass wir auch das Thema Verkehr mit in seiner Gesamtheit betrachten werden. Derzeit ist es ja nicht mehr so, dass wenn jemand von A nach B kommen will, dass er dann automatisch nur das Auto, nur den Zug oder meinetwegen nur das Fahrrad nimmt. Gibt auch ein schönes Schlagwort, die Intermodalität. Und genau an sowas wird ja auch derzeit schon gearbeitet in Form von Apps, meinetwegen am Handy. Da gebe ich dann nur noch ein, ich möchte von bis. Und das Programm schlägt mir dann vor, wie ich doch dann meinen Weg entsprechend einstellen soll. Und auch sowas werden wir in Zukunft mit hineinnehmen in das Studium. Also genau, wir haben es gesagt, die ganze Branche steht im Wandel und der Studiengang passt sich da an der Stelle und macht mit quasi. Was ist Genau, denn, Notwendigkeit, ja. was ist denn Ihr Spezialgebiet genau und in welchem Bereich des Studiums hätten Studierende dann mit Ihnen zu tun? Also ich komme eigentlich aus dem Antriebsbereich und von daher allein schon finde ich das sehr spannend, was da gerade passiert. Die Studierenden haben mit mir zu tun. Einmal haben wir so ein Übersichtsfach, das nennt sich wieder Studiengang Fahrzeugtechnik. Da versuchen wir das Ganze also in seiner Gesamtheit zu betrachten, dann auch nicht den Motor für sich allein, das Fahrzeug für sich allein, sondern wenn der Motor an der und der Stelle im Fahrzeug verbaut ist und ich dieses jenes Fahrwerk habe, was für Eigenschaften ergeben sich heraus, beispielsweise. Das heißt eben Fahrzeugtechnik, da haben Sie mit mir zu tun, dann Fahrzeuggetriebe, dann gibt es noch ein Fach Fahrzeugantriebsstrang, wo wir uns dann auch mal mit anderen Antriebssträngen zu tun, wie wir sie jetzt vielleicht in den Autos noch nicht überall eingebaut sind. Und schließlich haben wir an der Hochschule ja nicht nur die Vorlesungen, die Fächer, die wir unterrichten, sondern es gibt auch eine ganze Menge Studierendenprojekte, wo dann die Studierenden beispielsweise, wie es bei uns natürlich naheliegt, selbst ein Auto bauen. Es gibt eine Rennfahrzeugserie, das ist Munich Motorsport, die sind in der Formula Student aktiv. Und dann haben wir ein anderes Fahrzeug, einen anderen Wettbewerb. Das ist der Shell Ökomarathon. Unser Team heißt Hydro2Motion. Die bauen dort, die Studierenden, ein Fahrzeug, das nimmt teil an Effizienzwettbewerben. Also platt ausgedrückt, wer die wenigste Energie verbraucht, der gewinnt. Und auch da bin ich mit als Betreuer dabei. Also auch da können Sie mit mir zu tun haben. Alles klar, genau. Mit Munich Motorsports reden wir nachher noch. Da kommt Frau Schöttl bei uns vorbei, die das Ganze leitet, wenn ich das richtig verstehe, von studentischer Seite. Sehr gut. Genau. Ja, spannendes Thema, die Entwicklung der Mobilität. Vielleicht können Sie als Professor in dem Bereich einen kurzen Ausblick geben. Was wird denn die Zukunft da bringen, Ihrer Meinung nach? Es ist ja schon ein bisschen angeklungen jetzt gerade. Die Zukunft wird auf jeden Fall vielschichtiger, vielgestaltiger aussehen, als es momentan der Fall ist. Bislang sind wir ja gekommen, eigentlich ausschließlich von verbrennungsmotorisch angetriebenen Fahrzeugen. Mittlerweile gibt es die Elektrofahrzeuge, die gerade ziemlich im Aufwind stehen. Dann haben wir die Hybridfahrzeuge als Mischung aus beiden. Was derzeit im Kommen ist, was ja aus irgendwelchen Gründen bislang noch etwas stiefmütterlich behandelt worden war, das sind die E-Fuels. Das heißt, ich muss ja meine chemischen Energiespeicher wie Benzin oder Diesel nicht notgedrungen aus Erdöl herstellen. Ich kann sowas auch synthetisch herstellen. Letzten Endes als erste Stufe Wasserstoff verwenden. Da gibt es gerade ein Projekt von Porsche zusammen mit Siemens. Die bauen da in Chile was auf. Das sind mittlerweile auch viele Firmen mit aufgesprungen auf diesen Zug. 150 Firmen sind da jetzt mit beteiligt. Also das ist weiterhin eine Möglichkeit, wie sowas ausschauen kann. So ein E-Fuel, wenn ich den herstelle, muss ich erstmal CO2
binden. Nachher bei der Verbrennung wird das zwar wieder frei, aber unterm Strich bin ich neutral. Vorteil, wenn ich das so mache, alle bestehenden Fahrzeuge werden auf den Schlag neutral, wenn ich die mit so einem Kraftstoff betanke. Wenn Sie dagegen neue Fahrzeuge einführen wollen, dann müssen Sie halt erst warten, bis die Flotte entsprechend durchdrungen ist. Wasserstoff ist auch ein spannendes Thema. Die Elektromobilität, die funktioniert bei PKWs ganz gut, wenn man zu den größeren Fahrzeugen schauen, die auch längere Strecken zurücklegen, wie meinetwegen Reisebusse oder Lastkraftwagen im Fernverkehr. Da stellt sich natürlich schon die Frage, ob das wirklich mit einem Elektrofahrzeug möglich ist. Da kann der Wasserstoff dann ins Spiel kommen, weil der einfach eine sehr viel höhere Energiedichte hat. Das heißt, da haben wir dann schon wieder eine neue Spielart, die da durchaus Sinn macht. Und was ich vorhin ja auch schon mal angesprochen hatte, die Intermodalität, also ich lege mich nicht gleich von vornherein auf ein Verkehrsmittel fest, sondern wechsle durchaus, je nachdem, wie das Sinn ergibt. Das ist auch was, was eine größere Rolle spielen wird. Und was wir bisher noch gar nicht erwähnt hatten an der Stelle, das ist das autonome Fahren. Auch das wird stärker kommen. Auch das wird einen Einfluss haben. Autonome Fahrzeuge, die kann ich beispielsweise direkt sich miteinander vernetzen lassen und dann beispielsweise auf das Staugeschehen Rücksicht nehmen lassen. Also wir haben viele spannende Themen, viele Herausforderungen, die sich da in der Zukunft stellen. Es bleibt spannend, sage ich einfach. Ja, absolut. Vielen Dank für diesen Einblick an der Stelle. Ich habe aus dem Augenwinkel gesehen, eine Frage ist reingekommen von ZuschauerInnen. Wir hatten schon kurz drüber gesprochen, aber die Frage nochmal vielleicht einmal konkret kurz zu beantworten. Geht es im Studium nur um Autos oder auch um Motorräder? Motorräder haben wir als Wahlpflichtfach, es geht um Motorräder. Alles klar, genau. Kurz und bündig die Frage beantwortet. Ja. Und derjenige, der diese Vorlesung hält, vielleicht auch noch, um auch noch so ein bisschen Appetit zu machen, der kommt von BMW, Motorrad hat er lange Jahre gearbeitet und kennt sich also bestens aus in diesem Geschäft. Wunderbar. Dann, Herr Professor Münzler, vielen, vielen Dank für diesen Einblick in den Studiengang und die Beantwortung der Fragen.